Hi und willkommen bei Westmünsterland Barbecue. Ich habe mir ein bisschen was einfallen lassen zu Ostern. Und zwar machen wir ein paar Ostereier, aber natürlich keine normalen, sondern mit Bacon. Freut euch drauf! An Zutaten brauchen wir gar nicht mal so viel. Wir haben hier ein paar Kartoffeln. Das ist so die zweitwichtigste Zutat. Die wichtigste ist natürlich der Bacon nachher, aber die Kartoffeln, die brauchen wir auch. Und ich glaube, das Ganze wird echt richtig gut schmecken. Hier haben wir ein bisschen Hackfleisch, zwei Zwiebeln, etwas Bacon, ein bisschen Gewürz, das war's schon. Die Zutaten verlinke ich euch natürlich auch noch auf meiner Homepage wm-bbq.de oder einfach die Videobeschreibung unten aufklappen, da seht ihr auch immer alles. Ja, wir fangen mal an und bereiten uns die Kartoffeln vor. Nämlich schön erstmal von der Schale befreien und anschließend schneiden wir uns die in so kleine, ich sag mal so etwas circa Zentimeter dicke Streifen. Vielleicht ein bisschen mehr. So sollen die ungefähr aussehen. Wenn man die nachher am Stehen haben möchte, könnte man hier unten auch noch ein bisschen das Käppchen abschneiden. Dann stehen die nämlich prima. Tada! Und so haben wir jetzt schon mal die Kartoffeln vorbereitet. Nehmen wir hier unsere Zwiebeln. Auch das mega simpel. Gar nicht viel Heckmeck rausmachen. Erstmal Schale weg. Und hier schneiden wir einfach so, wie die sind, kleine Streifchen ab oder kleine Scheiben ab. Soll natürlich so gleich noch bleiben, also nicht jetzt die Ringe auseinander zupfen. Und als nächstes nehmen wir uns unser Hackfleisch. Da habe ich hier ein bisschen Rinderhack. Das werden wir ein bisschen würzen. Nicht zu viel würzen, wir geben nachher noch ein bisschen Salz mit natürlich an die Kartoffeln. Die brauchen natürlich sehr viel Salz. Einfach ein bisschen Rub, also eine Gewürzmischung eurer Wahl vielleicht dran geben. Ansonsten würde ich einfach empfehlen, Salz, Pfeffer, Paprika vielleicht. Und das schön durchmischen. Habe ich gerade Rinderhack gesagt? Ich habe Rinderhack gesagt, ne? Das ist gemischtes Hack. Also Rind und Schwein gemischt. Ist nämlich ein bisschen geschmackvoller, ein bisschen fettiger und nehme ich für sowas eigentlich ganz gerne. Also kein Rinderhack, sondern halb. Und jetzt nehmen wir uns ein bisschen was da raus und machen uns so kleine Patties wie für einen Burger, nur wesentlich kleiner. Ungefähr so in der Form der Kartoffeln. Sprich so. So sollte das nachher aussehen. Und hier legen wir es gleich zwischen. Also solche kleinen Teile. Ja, wenn wir dann die Kartoffel haben, wie gesagt, einmal kurz auseinander. Etwas Salz drüber. Auch wenn wir das nachher mit Bacon umwickeln, Kartoffeln ziehen wahnsinnig viel Salz. So, und jetzt nehmen wir die unterste Scheibe. Legen da etwas Hackfleisch drauf. Etwas Zwiebel. Dann kommt die nächste Scheibe, etwas Hackfleisch, etwas Zwiebel und jetzt wieder mit der Kartoffel abschließen, dass wir also so kleine Eier haben. Also ich habe jetzt hier die mittlere Scheibe noch rausgenommen, da kann man natürlich nachher noch einmal ein bisschen, also man bekommt quasi noch mehr als eins aus einer Kartoffel. Jetzt nehmen wir uns noch etwas Bacon und wickeln den hier schön drum. Rundherum. So, und hier haben wir uns jetzt ein schönes Eichen vorbereitet. Und da machen wir die anderen Kartoffeln auch noch mit. Hier haben wir jetzt vier Stück von machen können aus drei Kartoffeln. Eine Scheibe ist übergeblieben. Je mehr man macht, desto weniger Verschnitt hat man wahrscheinlich im Endeffekt. Ne, das ist Blödsinn. Macht ja gar keinen Sinn. Man hat genauso viel Verschnitt wahrscheinlich. Also, wir gehen damit zum Grill. Den haben wir nämlich schon mal vorgeheizt. Indirekt vorgeheizt, sprich die beiden Brenner in der Mitte sind aus, außen sind sie an. Und hier stellen wir jetzt einfach mal unsere Kartoffeln drauf. Ich bin da recht zuversichtlich, dass die halten.
So, und da haben wir schöne kleine Ostereier. Und die grillen wir jetzt erstmal. Ich würde mal sagen 30, 40 Minuten. Gucken wir mal, wie viel es tatsächlich wird. 40 Minuten habe ich jetzt mal gewartet. Und so sehen unsere kleinen Eier aus. Also schon echt gut. Wenn man wissen möchte natürlich, ob die Kartoffeln gar sind, kann man hier so ein Holzstäbchen nehmen und da mal so vorsichtig an die Seite reinpieksen. Und jo, das fühlt sich gut an. Hier hat sich übrigens der restliche oder der Fleischrest mit den letzten zwei Baconscheiben noch dazu gesellt. Mal eben einen kleinen Moinkball rausgemacht. Aber die Teile sind fertig, die können jetzt runter. Hier stehen sie jetzt und die duften schon so herrlich. Also ist wirklich ein Wahnsinnsduft. Und wir schneiden mal eins an. Also es lässt sich sehr schön schneiden. Sind wir durch. Zack. Ja, so sieht das Ganze von innen aus. Wahnsinnsduft, die Zwiebeln, der Bacon, also Knaller, absoluter Knaller. Dann testen wir mal an. Schneiden das nochmal etwas kleiner. Nehmen wir uns hier mal so ein bisschen was raus. Oh, der Duft ist schon mal der absolute Knaller. Wow, super geil, richtig, richtig geil. Kartoffeln sind perfekt, genau auf den Punkt. Und diese, man schmeckt die Zwiebeln, man schmeckt den Bacon, Knaller. Also passt richtig gut zusammen. Und es sieht mit Sicherheit geiler aus in dem Osterkörbchen als ein paar schnöde Hühnereier. Von daher, das wäre das, was ich mir wünsche von meiner Frau als Osternest. Jetzt lacht sie. Wird erledigt. Ja, wenn es euch auch so geht, macht's für euren Partner, der ist bestimmt begeistert. Oder macht's für euch, macht's unabhängig von Ostern, kann man natürlich das ganze Jahr über machen, passt super. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir freundlich einen Kommentar, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Bis zum nächsten Mal, euer Rolf. Tschüss.